Es gehört zu den schönsten Dingen überhaupt das richtig gute Essen. Laut einer Studie im Auftrag des Bundesverbandes der deutschen Ernährungsindustrie legen immer mehr Verbraucher dabei Wert auf ethische Kriterien wie artgerechte Tierhaltung und fairen Handel. Und darauf stellen sich die Händler ein. Auf der weltgrößten Ernährungsmesse Anuga können hungrige Fachbesucher von morgen an aber auch ungewöhnliche Speisen probieren. Nein, das ist kein neues Eis, das da glücklich lächelt, weil es auf der Anuga als Innovation präsentiert wird, sondern zum Aufbacken im Toaster eine Pizza am Stiel. Die Produkte, die bei der Sonderschau Taste 13 gezeigt werden, müssen originell sein, qualitativ hochwertig. Oder die Marketingidee dahinter hat die Jury aus Fachleuten der Ernährungsindustrie überzeugt. Die heute gezeigte Auswahl spiegelt die Trends, die ab morgen auf der Messe zu sehen sein werden. Die Menschen suchen werthaltige Nahrungsmittel und suchen generell mehr Wert beim Lebensmittel. Nachhaltige Lebensmittel, nachhaltig erzeugte Lebensmittel, Regionalität ein großer Trend und natürlich wie immer Convenience, das heißt möglichst bequem. In Minutenschnelle fertigt die Pasta mit Currywurstfüllung, die, auch das liegt im Trend, als kleine Portion für den Single-Haushalt angeboten wird. Ansonsten kann, was wie Wurst aussieht, auch völlig fleischlos genossen werden. Wichtig für die wachsende Zahl der Verbraucher, die auf ethisch produzierte Lebensmittel Wert legen. Sojamilch aus schwarzen Bohnen und zum Anrühren eine optisch wenig ansprechende Neuheit für Laktoseintolerante. Schon beim Hinschauen ein Genuss dagegen, der rosafarbene Reis, eine Innovation extra für Liebende.